Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video. Wie Jason durch die Stadt laufen, aber nicht durch das Santos, sondern da oben durch die Stadt. Wie heißt die noch gleich? Da wo ich auf jeden Fall meine Base habe. Und ihr seht, ich fahre gerade noch im Auto. Ich sehe auch nicht aus wie Jason. Ich bin, wie ihr schon gesehen habt, bin ich ein weiblicher Charakter, aber ich werde trotzdem wie Jason. Mit einer Machete in der Hand und eine Hockeymaske. Und ich möchte dann mal eure Meinung darüber. Ich bin gerade in einer Einzellobby, wo man nur mit einer Einladung reinkommt. Und wenn ich mal Rollentausch aufnehmen soll, so ganz normal, schreibt mir in diesem Video in die Kommentare. Könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr am Montag sehen wollt. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, Freunde, könnt ihr mir das in den Kommentaren. Ihr könnt mich natürlich auch noch kostenlos abonnieren, wenn ihr wollt. Oh, Junge. So, unbewaffnet. Ich muss kurz was gucken. Ich begebe mich ja so oder so in die Stadt, also daher ich das gar nicht markieren. Mein Crew-Emblem auf meine Jacke. Und dann möchte ich mal gucken, ob es das auch als Tattoo gibt. Aber was ich natürlich nicht glaube. So, und ich bin denn gar kein CEO. Ich wüsste nicht mehr meine eigene CEO, fällt mir gerade auf. Egal. Crew Emblem. Ist so logisch. Schüttelt die Cops ab. Verkaufen wir die für 100 weg? Hey there. What can I help you with? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. How's it going? Ja, hängen die Cops ab. Warte mal, ich verlasse mal kurz. Da, habt ihr gesehen? Ich hab jetzt das Crew-Emblem auf der Brust. Beziehungsweise auf die Jacke.
Respawn an anderer Stelle möglich sein. So, Tattoo. Can't go wrong with that. Und das Video wird wieder ab 18 gestellt. Ja, aber das gibt es anscheinend wohl nicht. Also ich. Some award-winning art in there. You know, you're not much of a bleeder. Some of my pieces have been in magazines. UFO. FTR. Linker Arm. Pizza. Crew-Emblem kann man nur auf der Brust tätowieren lassen. Tödlicher. Es wird auf den Hinterarm tätowiert. Wollen wir nochmal kurz die Brust gucken, verdammt. Real class. Na, alles klar. Weil der halbe Bauch tätowiert. Da. Kann man wirklich nur von der Brust her. Das ist aber scheiße. Mensch. Ein Herz für Geld. Gucken wir mal weiter. Müssen wir eigentlich auch noch weitere Schlangen tätowieren eigentlich? Im Grunde genommen. Im Grunde genommen müsste ich mir noch weitere Tattoos machen lassen. Warum liegst du denn hier? Wer hat gemacht? Ah, vermisst Jason hier? Dann suchen wir mal Miss Jason. Derip, 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 derip. Spaß. Die Karre lassen wir da stehen. Die alte Schrottkarre. Und ja, Freunde, mir ist schon durchaus bekannt, dass Jason eigentlich aus dem Wald kommt, teilweise nur nachts rauskommt. Das weiß ich. Aber weißt du, wie spät es hier haben? Gerade mal 12. Und ich habe keinen bis abends zu warten. Und bevor ich hier mit Jason weiterspiele, mit Miss Jason. Weißt du was? Du hast schönes blondes Haar. Freunde, nur für diejenigen, die es nicht wissen, mir war nicht bekannt, wie das bei Macheten ist, bei GTA. Oh, da sind ja noch welche.
11 und 25. So. Ich fahr den zurück in meiner Base. Ach, und nur zur Info, ich habe mein MTW verkauft. Also den habe ich nicht mehr. So, und wir sind im Spielchat, also in gar keiner Party. Nur damit du es bist. Ich bin immer da. Aber da ich das Video für euch mache, heißt es wir. Für mich heißt es zumindest ja, wie ihr das seht, ist mir egal. Wirklich, ist mir wirklich egal, wie ihr das seht. Nimmt es mir aber nicht übel. Das hat gerade gepasst. Also dieses Horrorlachen, das gefällt mir. Ganz ehrlich. Mein Kuruma, mein Emeros, mein A-Team-Wagen. Naja, teilweise mein A-Team-Wagen. Hallo, scheiß Kopfhörer, wie geht's dir? Da. Auf den hier habe ich auch das Cruise-Emblem drauf geklatscht. Da hier müsste auch irgendwo. Ja, genau. Da. Voll süß. Der Morris hat auch mein Crew-Emblem, aber richtig gelötzt. Der hat es auch. Auf die Motorhaube, voll fett. Eigentlich hätte ich mir noch wünschen können, dass sie das auch noch auf der Seite machen, aber das ging irgendwie nicht. Mein Insurgent hat das auch nicht, mein Crew-Emblem und die anderen. Ja, beziehungsweise mein Strong-Dingsbums da und mein Oppressor hat das, haben diese Crew-Emblems nicht. Im Übrigen, ihr könnt auch in meine Crew. Ich guck mal kurz, wer mir geschrieben hat. Instagram. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das soll, aber ich richte netterweise von Knusperwaffel schöne Grüße aus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das schreibt, weil sie ist gerade nämlich sie schreibt gerade mit mir gerade. Boah. Sie schreibt gerade mit. Also besser kann es nicht laufen. Und so. Wie schon gesagt, oh, uns fehlt die Machete. So. Da. Freunde. Ich weiß, ich kenne eigentlich meinen Handyton.
Aber ich habe dazu null Bock. Schlimmer wäre es, wenn ich jetzt angerufen werde, weil ich habe nämlich Klingelton von Apache drin. Ich will jetzt keine Werbung für den machen, aber ich finde seine Lieder ganz cool. Rowler finde ich ganz cool. Oder kein Problem. Also die Lieder, also von den Liedern her, die finde ich eigentlich ganz cool. Schaut mal bei Apache 207 selber vorbei und dann in den Kommentaren schreiben. Deret. Ja, bei mir geht's jetzt auch deret. Deret, deret. Derep, 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 derep. Weichei. Ich als Jason. Werp, werp. Freunde, wenn ihr übrigens Freitag den 13. kennt, ne? Schreibt mir in die Kommentare. Au. Außerdem freue ich mich, dass ich lieber abknallen. Weil Jason, der wehrt sich ja auch nicht. Naja doch, der wehrt sich. Aber der hat keine Schusswaffe in der Hand. Nur eine olle Machete. Dass die immer so Monate, Jahre hält. Und außerdem, Jason geht immer so ganz konzentriert. Weil die Polizei mich hat, laufe ich automatisch so schnell wie möglich. Jason ist gestorben. Nee, Mrs. Jason ist gestorben. Da gehen auch wieder zwei Leute, die zügig gehen. Normale. Da geht auch einer konzentriert schnell. Freunde, frag nicht, warum ich gerade. Nein, nicht abholen. So. Dann habe ich jetzt ein bisschen mehr auf Trab gehalten. Jason kommt. Jason ist tot. Wir müssen als Jason eigentlich unverwundbar sein. Nur ich weiß jetzt nicht, wie ich mit Jason hier rumlaufen kann. Aber Jason lebt ja auch quasi im Wald. Und da hier ja kein Wald ist, habe ich einen echten Nachteil. Ein Süßer. Ich will da nur eine Runde knuddeln. Komm mal her. Hack dir schon nicht den Kopf ab.
hard. Der hat sich sogar gewehrt. So, mal gucken, was passiert, wenn ich auf Bullen bestechen. Hi. What service are you looking for? Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Understand? Ich möchte jetzt erst noch warten, bis die Bullen hier weg sind. Ach, das ist etwa okay oder was? Wenn ein Hammer über so einen Bullenwagen fährt und da passiert einfach nichts. Aber wenn die Spieler gegen den Bullenwagen fahren, ein Stern. Ja, hier ist Officer Stinkerei. Oh, der Bulle hier ist auch viel zu fett. Ach, anstatt mit dem Bullenwagen da an die Seite zu fahren. Nein, ich fahre immer da hinten mitten auf die Straße, steigen aus und gehen hier zu der Leiche. Haben die sich jetzt abgesprochen, dass der nochmal zu dem Bullenwagen geht und dann hier die... Zum Polizeiwagen. Er steckt ein. Und fährt weg. Der fährt einfach mal weg. Und... Ah, die Fresse hat umgeschlagen. Der fährt einfach mal ohne seinen Kollegen weg. Alter, ich bekomme jedes Mal Nachrichten fast immer zum rechten Zeitpunkt. Derp. Kann das sein, dass der schneller geht? Ups. Sorry, Officer. Was glotzen Sie? Jason wehrt sich nicht gegen Helikopter. Aber ich habe noch einen Kopf mitgenommen. So. Bevor wir jetzt weiter mit Jason rumspielen. Ups.
Nachricht löschen, Nachricht löschen, Nachricht löschen. So. Wir werden jetzt spielen, aber mit dieser Pistole. Mit diesem Eppen Atomenizer. Falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Besser wisst, schreibt mir in die Kommentare. Wir müssen aber einen Wald finden, wo wir auch gut sein aus dem Wald kommen können und wieder reingehen. Raus und rein. Ja, Freunde, ich weiß, das hat sich gerade falsch angehört. Warte mal, ich hatte doch 400.000. Nein! Freunde, ich hatte ungefähr 440.000. Nee, ich hatte 480.000. Ja, okay, die hätte ich mir noch nicht kaufen können, weil die kostet 489.000. Aber die kostet 440.000. Ich hätte mir die ja im Grunde genommen kaufen können. Ich bin ja so dämlich. Bring, bring, bring. Naja, vielleicht wenn ich das nächste Mal 400.000 habe. Auf jeden Fall, Freunde, wünsche ich mir Glück, dass ich mein nächstes Mal dran denke, mir eine andere Waffe zu kaufen. Sind ja Cops? Nein. So, Jason fliegt erstmal Helikopter. Jason, ich muss mir merken, dass da Miss vorkommt, weil das eine Frau ist. Dann bin ich die Schwester von Jason. Entweder die Schwester oder jemand, den ich meine Tassen im Schrank habe. Da ist es. Es gibt ja nämlich ein Ort, da gibt es nämlich nackte Menschen. Zumindest bei Story-Modus sind sie nackt. Ich will zwar nichts drauf spielen, aber. Gibt da. Hä? Nee, hier ist es doch nicht. Ich muss jetzt nicht einfach mal aufbauen, chilliert. Aber wo ist der Ort, den ich meine? Egal. Als Jason puste hier alle auf dem Mount Chiliad.
Freunde, das ist mir jetzt vollkommen. Ich war nämlich vorhin schon hier oben, bevor ich das Video gestartet habe, und da war das nicht. Ihr könnt das ja mal selber über PS4 austesten. Ob es vorher schon da war oder nicht, aber bei mir war es vorhin nicht. Da würde ich sogar selbst meine Hand ins Feuer legen. Gleich haben wir es 3 Uhr. 1 Uhr morgens. 0 Uhr haben wir es gleich. Oh, Junge. Und in Real haben wir es jetzt gerade 20 Uhr. Ganz ehrlich, Freunde, das ist jetzt kein Fake oder sowas. Ihr könnt gerne nachschlagen, sag ich schon, austesten. Bei mir ist kein Cut zu sehen. Sag mal, will mich das Spiel jetzt verarschen? Das kommt jetzt so. Hä? Autsch. Trail. Old Man's Crab. CP Arc. Stop. Danger. Ja gut, weil da auch kein, weil da nichts mehr ist. Deswegen Danger. Freunde! Ohne Scheiß jetzt, das macht jetzt mal keinen Spaß mehr. Was zur Hölle geht denn hier vor? Ganz oben sollte eigentlich noch was sein, also hier ganz oben. Was ist da immer, ist da was gewesen? Ist da ein Alien-Raumschiff zu sehen gewesen? Habe ich mir von so einem YouTuber mal angeguckt. Aber. Alles klar, voll creepy. Aber anscheinend passiert ja wohl nichts mehr. Miss Jason. Ich wollte gerade sagen, ist da offen? Das hier ist Beton. Alles klar. Warte mal, wir müssen das hier gesehen haben. Das da gesehen haben, das da gesehen haben, das da gesehen haben. Irgendeine religiöse Dingsbums da. Irgendwie mit einem Jetpack oder was auch immer das da sein soll. Dann müsste da so ein Ei hier aufgetaucht sein. Also hier müsste quasi ein Ei liegen, was schon halbwegs zerrissen ist. Und ganz zum Schluss kommen wir hierher. Also das da, das da. Nee, Quatsch, das da. Dann das hier über ein Ei. Das da müssten wir irgendwie gesehen haben. Warte mal, wir gehen nochmal zurück zum Helikopter. Helikopter.
Moment mal, wenn das hier wirklich jetzt alles creepy wird, dann müsste doch irgendwie ein Geist zu sehen sein. Aber das ist es nicht. Das heißt, das geht wirklich nur im Story-Modus. Das geht wirklich nur im Story-Modus, Freunde. Im Online-Modus geht das nicht. Da geht's nur im Story-Modus. Ja, das geht wirklich nur im Story-Modus, Freunde. Sonst wäre hier was zu sehen. Also ich muss sagen, hier ist mehr Wald als sonst wo auf der Map. Zumindest sehe ich hier nur mehr Wald. Gott. Das ist jetzt zwar nichts mit nacktem Ende. Was habe ich denn jetzt nur mit... Fragt nicht, Freunde. Fragt es nicht. Aber irgendwo müsste hier so ein Ort sein. Mir fällt gerade was ein. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, madam. Da steht es. Ich kann mal kurz hinfliegen. Steht's drin. Wir können ja mal einen Absturz simulieren, dass wir in der Stadt ab. Noch schneller.
aber der Junge, wo ich euch bei Mount Chili etwas gezeigt habe, das war auf Laptop, das war auf PC bei GTA. Ja. Ah. So, ich kann ja mal lang fliegen. Wir sind so dicht man über die Erde. Ja. Das war ja auch so sinnvoll, ne? Turbulenzen passen schon mal. Landeklappen kann ich auch schon mal versuchen auszufahren. Aber wir müssen wirklich noch so ein Seitenruder loswerden, damit es wirklich glaubwürdig rüberkommen kann. So, aber wie lange dauert das noch, bis es explodiert?
Quatsch, bei Steel war das ja der Gang. Ich gucke verletzt, okay. Laufstil, weiblich. Ja, ob das was ändert? Beleuchtete Kleidung. Blinken. Ja, doch, warte mal. Ist mir gerade aufgefallen. Nee, doch nicht. Nee, ich dachte jetzt, geht's ja wesentlich normaler, wenn ich jetzt den Laufstil Gangster anhabe, aber. Nee. Aber, Freunde. Ich will eigentlich noch gar nicht das Video beenden, was muss ich? Zum Abschied durch nochmal den Telefonatfutzen hier. Schön wäre es, wenn man hier noch die Anrufe mithören könnte. Quasi im Spiel die Leute hacken. Und Freunde, ihr könnt in Zukunft damit rechnen, dass ich, also wenn ich streame, dass ich meine Freundschaftsliste, also mir kann ja jetzt keiner eine FR schicken, aber wenn ich streame, bin ich, kann man es machen. Und ich werde sie dann halt nach dem Stream dann annehmen. Für diejenigen, die mit sein wollen. Bei mir gibt's allerdings eine Regel. Diejenigen, die mit mir befreundet sind, spenden nicht voll, nicht Spam, keine Party-Einladung, keine Spiel-Einladung. Ich hasse sowas. Und ich denke, wenn wir alle, die eine PS4 haben, hassen genauso. Also, Freunde, nicht Spam. This is 911. What emergency service do you require? Feuerwehr. Thank you. The fire department are en route to your location. Ja, die fire department. Eins. Ja, den macht's vornehmen. Der raus das Flugzeug. Du bist kein Vorbild.
Da ist er. Hallo? Bist du bescheuert? Hier ist doch ein Feuer! Ah, da kann ich kurz bei Ammunition reingehen und mir einen Feuerlöscher kaufen. Da geht er anscheinend wohl nicht. Arming yourself is your civic duty. Take your time, take your time. So. Alles klar. Flugzeug ist einfach mal weg. Egal, Freunde. Menschen. Warte, wir laufen mal wie ein Officer hier rum. War es das? Ja. Chief, wir sind ein Poli. Hallo? Alright, look, I have to hit you back. Ciao, ciao. Keine Anhängerkupplung und das auch keine Anhängerkupplung. Also wie will er denn hier denn eigentlich wegnehmen? The worst, as usual, egregious. Da ist keine Anhängerkupplung. Und hier ist auch keine Anhängerkupplung. Also wie zum Teufel fährt er denn hier hin? Personalien bitte. Wanna feel some pain? And I'm not even high. Ich hab ihn nicht umgebracht. Nein, oh Gott, nee, sowas würde ich nie tun. Und hier ist auch keine Anhängerkupplung drin. Also wenn das beides seins war, ne? Oder ist. Mich kriegt er nie! Von Gundam Style. So.
Mich kriegt ihr nie! Ups. Nutzen die natürlich noch aus und fahren gegen mich. Und an die an meine Abonnenten, die auch die Polizisten sind, also falls Teilpolizisten. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Fluchtwagenfahrer außer Gefecht setzt. Zwar nicht tötet, aber wie ihr die außer Gefecht setzt. Das würde mich mal interessieren im Übrigen. Und nur zur Info, der Snakeboy hat auch schon eine Leiche gesehen, also selbst wenn ich meine Leiche sehen würde, mich würde das nicht mehr schockieren. Wäre zwar traurig, die Person, aber mich würde das nicht mehr schockieren. Ich würde einfach nur die Polizei rufen und das melden, dass ich hier eine Person gefunden habe und wo ich nicht ausgehe, ob die tot ist oder noch schwer verletzt ist. Ich würde die Polizei und Notarzt rufen. Hauptsache nur die Polizei, weil die Polizei weiß, was sie tut. In dem Moment. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht. Was ihr machen wollt. Was ihr machen würdet. Mann. Deutsch ist da. Mein Handy ist auch voll. Ja, erstmal rechts, erstmal links fahren und dann nach rechts. So. Wie sehen die aus? Schwarz!